Findest du denn, du stechst mit deinem Style-Radar heraus? Ja, aber... Tage so Lederhose. Dankeschön. Und dein Style. So Confidence zeigen will. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Marvin. Willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal, Leute. Heute sind wir in der Hamburger Innenstadt am Start und wir befragen Menschen mal was ganz anderes. Und zwar, was sagt dein Style über dich aus? Es ist eine Frage, die ich mir ab und zu auch oft selbst stelle. Es gibt Menschen, die sich die Frage gar nicht stellen und sich einfach irgendwie anziehen. So, aber ich weiß, dass sich viele mit dieser Frage auch irgendwie beschäftigen. Und wenn man mich das jetzt fragen würde, würde ich sagen, ey, mein Style sagt über mich aus, dass ich mich einfach anziehe, einfach kombiniere, meine Klamotten an meine Proportion anpasse und. Also, diese Frage habe ich aber jetzt auch anderen Personen auf der Straße gestellt. Und ihr könnt ja gerne am Ende des Videos auch mal in die Kommentare schreiben, was sagt euer Style über euch aus? Schreibt das mal hier runter. Ich wette, da bilden sich auf jeden Fall spannende Gespräche und spannende Kommentare. Ihr könnt ja gerne Ideen und Anregungen zu neuen Projekten hier auf der Street in die Kommentare schreiben. Ich lese mir das auch auf jeden Fall durch, Leute. Ich würde mal an der Stelle sagen, wir talken jetzt nicht so viel rum und gehen straight rüber zur Szene. Was geht ab, Bro? Wer bist du? Ich bin Kevin. Mats. Was sagt denn euer Style über euch selbst aus? Habt ihr euch schon mal über dieses Thema so ein bisschen Gedanken gemacht oder sowas? Für mich, also an Style ist eigentlich so das Wichtigste, dass es so gut aussieht. So auf den, es muss nicht immer teuer sein, damit es gut aussieht. So, ich finde auch einfach Nike oder so tragen ist auch so. Ich gehe am meisten eigentlich mit Nike rum. Natürlich, teure Sachen tragen cool so, aber so auch, wenn man so günstige Sachen trägt, kann es auch gut aussehen. Okay, safe, stimme ich dir zu? Ja, es ist bei mir auch echt ähnlich, aber ich finde einfach, man soll irgendwie so sein eigenes Style haben, dass man so halt heraussticht. Und nicht irgendwie die Standardsachen trägt, so wie jeder. Also man kann auch klar mit den Nike-Sachen gute Sachen tragen, aber man muss halt ein bisschen herausstechen, sag ich mal. Okay. Findest du denn, du stechst mit deinem Style-Radar heraus? Ja, aber ich würde sagen, jetzt nicht unbedingt vielleicht von den Marken her, ja, aber ich würde sagen, die Schuhe sind irgendwie das Wichtigste auf jeden Fall. Schuhe auf jeden Fall cool, Jordan 1. Also ich finde auch, Schuhe sind das Wichtigste an einem Outfit. Ja. Ich sehe auch bei dir auf jeden Fall so einige teurere Kleidungsstücke. So, du matchst das aber, glaube ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich achte da schon, also ich möchte jetzt nicht irgendwelche Sachen tragen, die gar nicht zueinander passen. Aber meine Eltern kaufen mir natürlich dann auch sehr viel davon. Okay. Ja. Okay, cool. Wer seid ihr? Ich bin 14. 14? 15. Ah, okay. Frage mal an dich, also das würde mich gerade interessieren. Trägst du Stone Island Pulli, Palm Angels, Jogger und Jordan 1er. Wie kann man sich sowas finanzieren mit 15? Also, ich habe zum Beispiel Konfirmation gemacht. Okay. Und da kriegt man ja auch viel Geld zum Beispiel. Und da habe ich mir die Schuhe dann davon gekauft. Und sonst spare ich halt dann viele Monate drauf und hole mir dann nicht so, sag ich mal, Spiele so für den PC oder so, sondern gebe es halt dann einfach für Marken aus. Ja. Okay, cool. Normal. Wie würdet ihr denn jetzt euren Style, also in welche Richtung würdet ihr jetzt euren Style einordnen? Würdest du dich zum Beispiel jetzt als eher der Typ einordnen, der so ein Hypebeast ist? Oder jemand, der so ein bisschen Vintage-Klamotten trägt? Also ist das so ein Beispiel, ne? Aber also eigentlich ist mir nur wichtig, dass es entspannt ist. Also dass es nicht... Aber dass du da entspannt mit rausgehen kannst und dass es einfach nicht so eng sitzt, sondern dass du einfach ganz gechillt damit rausgehen kannst. Ja. Okay, safe. Bei dir? Ja, es kommt halt drauf an, ne? Manchmal geht man so auf locker raus, aber manchmal geht man auch so mit teureren Marken so raus. So. Also es kommt halt auf den Tag drauf an. Bei Klamotten, natürlich freut man sich, wenn man so teure Klamotten hat und so. Also ich, ja, aber so meistens gehe ich mit Nike raus. Meistens gehst du mit Nike raus. Ja. Okay, entspannt, ja, cool. Ja, Digga, dann, das war's schon. Hey, wie geht's dir, weißt du? Ich heiße Nova, mir geht's gut. Super, wie alt bist du? 17. 17, mir gefällt deine Jacke sehr, Nova. Dankeschön. Und dein Style, check mal ab, also das ist ein cooler Style für eine Frau, finde ich. Cool. Danke. Frage an dich, ne? Wir reden ja gerade über Style. Was sagt denn dein Style über dich aus? Also ich würde sagen, dass ich halt einfach so Confidence zeigen will. Okay. Und mich juckt halt nicht, was andere von mir denken. So. Okay, weil cool. Viele sind halt auch so, dass sie das nicht mögen oder so. Und das interessiert mich halt einfach nicht. Keine Ahnung. Das also sprich, du willst dein Selbstbewusstsein zeigen. Du ziehst einfach an, was du, also, was du möchtest. So, alles andere ist dir egal. In welcher Style-Richtung soll denn dein Outfit gehen? Gute Frage. Also es ist echt immer verschieden. Aber ich habe keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Ich würde dich eher so in die Richtung Sternschanze, Großstadtgirl so einschätzen. Ja. So Vintage-Girl. Kann man das so stehen lassen? Okay. Trägst du auch mal teure Klamotten oder eher so Mischmasch?
Nee, ist so ein Mischmasch, ja. Ja, also eigentlich mein ganzes Geld fließt so in Klamotten rein. Na, aber ich finde dein Outfit auf jeden Fall echt cool. Also ihr könnt das Ganze ja mal in den Kommentaren hier raten. Willst du auch irgendwas in die Kamera sagen? Das war's schon eigentlich. Nee, nicht wirklich. Okay, cool, danke. Hey, wie geht's dir, weißt du? Mir geht's gut, ich heiße Janina. Janina. Paulana Spitzi. Muss am Start. Sein. Sehr wichtig, Leute, ihr wisst Bescheid. Janina, was sagt dein Outfit über dich aus? Hast du da irgendeine Message oder irgendwas? Was für eine Style-Richtung fährst du? Erzähl uns alles. Ich habe nicht wirklich was ich damit aussagen will. Ich denke mir halt, irgendwie jeder soll das anziehen, was er cool findet. Ja, ich ziehe eigentlich fast alles an, so, was ich halt wie gesagt cool finde. Aber auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen mehr so Berlin-Vibes. Okay. Aber ja, also ich habe nicht so eine bestimmte Richtung. Okay, okay. Welchen Style fühlst du so? Welchen fährst du? Weißt du das irgendwie so genau? Oder denkst du dir einfach, ey, ich grab mir einfach das, was ich so sehe? Ja, also auf jeden Fall das, was ich halt einfach cool finde. So, ich gehe in den Laden und wenn ich was nice finde, so egal, ob ich es schon habe oder nicht in der Richtung, kaufe ich es einfach. Aber an sich mag ich mehr so einfach weitere Hosen, an sich baggy ein bisschen. Okay, wo kaufst du ein? Unterschiedlich, manchmal einfach bei Vinted irgendwie. Okay. Oder bei Subdued zum Beispiel. Okay, okay, cool, ja. Cool. Also eher so alles so Secondhand sozusagen. Ja, also jetzt nicht alles. Ich kaufe auch in normalen Läden was quasi, aber schon. Okay, ich finde dein Sweater echt cool. Ja, ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Möchtest du irgendwas noch in die Kamera sagen? Irgendwas grüßen oder? Ich grüße Nova. Okay, cool, cool. Hey, wie geht's dir? Wer bist du? Emir. Emir, ich habe dich gesehen und man muss straight sagen, ey, du hast einen sehr ausgefallenen Style. So, das sieht man nicht alle Tage, so Lederhose. Dankeschön. Und dein Style. Dankeschön. So, Frage an dich, was sagt dein Style über dich aus? Ja, hast du eine Message oder irgendwas? Nein, das ist einfach mein Stil. So kleide ich mich ein und ich möchte halt auffallen. Okay. Und ich bin halt sehr selbstbewusst. Viele trauen sich nicht in meiner Gewichtsklasse, sich so anzuziehen. Und ja, so bin ich halt. Okay, cool, cool. Ich ziehe mich immer so an. Also immer schwarz, aber auf jeden Fall auffallend. Okay, cool. Ja. Ich sag dir straight, also von mir kriegst du auf jeden Fall Respekt. So. Dankeschön. Auf jeden Fall, man muss sagen, es ist gewagt. Dankeschön. Wie würdest du deinen Style denn einschätzen? Also in welcher Kategorie? Extravagant. Extravagant einfach? Okay. Extravagant. Krass, woran inspirierst du dich so? Ich inspiriere mich bei niemandem. Ich ziehe einfach das an, was mir gefällt. Es muss mir gefallen, es muss keinem anderen gefallen. Okay. Ich ziehe mich einfach für mich selbst an. Ja, cool, Digga. Ey, also for real, von mir kriegt er auf jeden Fall Props und Respekt. Dankeschön. Weil das sieht, finde ich, gut aus, das steht Dankeschön. Dir. Und das ist noch nicht mal teuer. Ja, was kostet so dein roundabout, dein ganzes Outfit so circa? Insgesamt das ganze Outfit 500 Euro. Ja, Digga, geht fit. Geht nicht fit. Unbedingt teuer, muss nicht gleich gut sein. Safe. Ja, du musst nur Stil haben. Auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Ja. Ja, ich danke dir. Könnt ihr mal gerne eure Meinung zu seinem Outfit in die Kommentare schreiben. Möchtest du irgendwas in die Kamera sagen? Ich grüße meinen Sohn Esad. Sein Sohn steht hier auch daneben. Genau daneben. Wenn er das sieht, dann kann er das sehen. Okay. Alles klar, ich danke dir. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben coole Meinungen gehört. Also im Großen und Ganzen muss man ja sagen, dass sich einige schon bewusst sind, was sie da anziehen, was sie da tragen und wie sie es kombinieren. Der ein oder andere, den interessiert das wahrscheinlich nicht so ganz. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass man sich mit dem Thema auf jeden Fall auch mal irgendwie beschäftigt. Schreibt gerne mal eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare, Leute. Ich verabschiede mich an der Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.